um es sozusagen als Kampfgas gegen Krankheitserreger einzusetzen. Wenn das aber überschießend ist, gibt es Kollateralschäden und dann beschädigen wir unser eigenes Gewebe übermäßig. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video zum Thema der Resolvine und ich möchte Ihnen heute wieder einen Weg aufzeigen, wie es zu chronischen Entzündungen kommen kann und wie man über die Resolvine dort Einfluss nehmen kann. Und ich habe hier bei Wikipedia mal aufgemacht, was das NF-kappa-B kann. Das ist eine Substanz, die auch die Aktivität von Genen regulieren kann und im schlimmsten Fall dazu führt, dass also das Zelltodgen inaktiviert wird und dass bestimmte Zellen sozusagen immerwährend leben, also die Gefahr laufen, zu Krebszellen zu werden. Und dem geht in der Regel voraus, dass die Zyklooxygenase 2 vermehrt aktiviert wird und das ist ein Enzym, was proentzündlich wirken kann und was wir dann gerne mit nichtsteroidalen Antirheumatika bekämpfen, weil wir sagen, so viel Schmerz will ich nicht. In diesem Zusammenhang gibt es aber auch die Steigerung von TNF-Alpha und von Interleukin-1-Beta, also Dinge, die man in einem Zytokin-Status erfassen kann und wo man guckt, wie aktiv und wie ständig unter Feuer stehend möglicherweise ein Entzündungsprozess ist. Und natürliche Inhibitoren, also Hemmstoffe für dieses NF-kappa-B, was ja bei vielen, sagen wir mal, ergänzenden Krebstherapien und auf natürliche oder naturheilkundliche Ansätze beruhende Krebstherapien zurückgegangen wird, stehen die Zusammenhänge zu Allicin, also dem Knoblauchextrakt, zum Genistein, also einem Phytoöstrogen, zum Quercetin, einem Polyphenol und Flavonoid mit einer stark antientzündlichen Wirkung. Wir haben das Kurkumin aus der Gruppe der Gingerole und wir haben Ginkgo selber, wir haben das Epigallocatechingalat, also Grünteeextrakt und wir haben das wesentliche Thema der Tocotrienole, auf die ich ja sehr viel Wert lege, weil sie auch eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit haben, per Diffusion in die Zelle kommen. Und die Hemmung dieser Signale, die sozusagen zu einer proentzündlichen Wirkung führen, lassen sich durch Vorbehandlung von Resolvin D1 hemmen. Und man hat das getestet am Lungengewebe von Mäusen und hat es dann in der Wäsche der Lungenflüssigkeit, also Bronchiallavage nennt man das, überprüft und hat dann gesehen, dass tatsächlich diese Zyklooxygenase 2, die sozusagen diese Entzündung in Gang hält, wo man sonst das NSAR, also Ibuprofen, Ketoprofen, Diclofenac, wie sie heißen, nimmt oder hochdosiertes Aspirin tut es auch und wie dann die induzierbare Stickoxid-Synthase verringert wird. Stickoxid brauchen wir, also NO, für die Erweiterung der Blutgefäße, verbesserte Mikrodurchblutung, brauchen wir für die Kommunikation zwischen den Nervenzellen als Signalmolekül und auch innerhalb der Mitochondrien. Aber wir brauchen es eben auch induziert, um es sozusagen als Kampfgas gegen Krankheitserreger einzusetzen. Wenn das aber überschießend ist, gibt es Kollateralschäden und dann beschädigen wir unser eigenes Gewebe übermäßig. Dann entsteht Narbengewebe und bezogen auf die Lunge haben wir dann eben kein Funktionsgewebe mehr, wir können keinen Gasaustausch mehr machen, kriegen eine Fibrose, eine Verkleinerung, chronisch entzündliche Lungenerkrankungen wie chronisch obstruktive COPD-Lungenerkrankungen zum Beispiel oder eben schwere Lungenentzündungen. Und das hat man dann auch bei Tieren nochmal gemacht, hat also verschiedene andere Resolvine gegeben, hat signifikant im Vergleich zu Nichtgeben eben erkannt, wie sich die Aktivitäts Niveaus verändern und man sieht auch, wie sich die weißen Blutkörperchen, ob die einwandern und hat auch experimentell Schlaganfälle erzeugt und hat gesehen, wie sozusagen dann ein vermehrter Nervenschutz, eine Neuroprotektion ausgelöst wurde und dann hat man Versuche im Reagenzglas in Anführungsstrichen gemacht und hat eben auch darüber gesehen, dass die Interleukin-1-Beta-induzierte NFK-kappa-B-Aktivierung und Zyklooxygenase-2-Expression reduziert wurde.
Und insofern kann man eben auch hier dazu beitragen, dass wir ein gutes Gleichgewicht bekommen, um eine Entzündung, Pro- und Anti-Entzündung wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Und auch das soll für heute wieder reichen. Zusammenfassung, es gibt viele Beispiele, die sich, wenn man das Kleingedruckte liest, also biochemisch erklären will, auch klar machen, warum das funktioniert. Und es ist eben nicht mal so hinterhergesagt, sondern wissenschaftlich fundiert. Haben wir Resolvine, haben wir Protektine, haben wir Marisine, geht es uns besser. Bis zum nächsten Mal.